Sehr geehrte Damen und Herren, bitte. Werte Regierungsparteien, Sie haben den Sachsen im Jahr 2019 im Koalitionsvertrag ein wichtiges Versprechen beim Windkraftausbau gegeben: keine Windräder im Wald. Nun ja, Regierungen machen ja nach der Wahl allzu gern Gebrauch von Unverbindlichkeiten. Neue Erkenntnisse sind dann in der Regel die Ausrede für Wortbruch. Die AfD fordert Rechtsverbindlichkeit. Wir wollen keine Windräder in Sachsens Wäldern. Aber schön der Reihe nach. Die CDU erklärte in ihren Wahlprüfsteinen zur Landtagswahl 2019, Zitat: grundsätzlich halten wir die Ausweisung von Vorranggebieten im Wald für denkbar. Die SPD prüfte vor Jahren in einer Studie, wie viel Wald man in Sachsen ersatzlos für Windräder abschaffen könnte. Der Wähler hat es quittiert, fast 50% weniger Stimmen für die Sozis 2019 und eine halbierte SPD-Landtagsfraktion. Weiter so, Genossen, die Richtung stimmt, noch ein kleiner Schritt, noch 2% weniger und wir sagen auf Wiedersehen. Weil rote Umweltzerstörer im Parlament der Sachsen nämlich keiner gebrauchen kann. Ganz überraschend die Grünen. Die Grünen stimmten auf ihrem Landesparteitag 2019 einstimmig gegen Windenergie im Wald. Und der Grünen-Staatsminister Wolfram Günther erklärte gerade eben hier im Waldblick dem Infomagazin der Stiftung Wald für Sachsen, Zitat: wir brauchen mehr Wald für Kohlenstoffspeicher. Mehr ist das Gegenteil von weniger, Herr Lippmann. Kriegen Sie das hin? Herr Günther hat recht. Herr Günther hat vollkommen recht. Jeder zusätzliche Hektar Wald ist ein Mehrwert für unsere Gesellschaft und für unseren Naturhaushalt. Also nochmal langsam. Wald für Windräder zu beseitigen, bedeutet doch mit der einen Hand einzureißen, was die andere Hand mühevoll und jahrzehntelang aufgebaut hat. Konnten Sie mir jetzt folgen, Herr Lippmann? Bäume pflanzen bedeutet Waldfläche vergrößern. Da ist dann mehr Wald da. Und Bäume für Windräder roden bedeutet, die Waldfläche wird kleiner, dann wird es eben weniger Wald. Das musste ich jetzt mal ganz bildhaft machen. Und jetzt habe ich noch mal eine Quizfrage. Na? Genau, jetzt geht's los. Wir hatten doch eine aktuelle Debatte zum Überflutungsschutz und zu Jahrhunderthochwassern, gerade eben vor 2 Stunden. Und da waren doch unisono alle Redner aller anderen Fraktionen sich einig, Flächenversiegelung muss ja als Beitrag zum Klimaschutz reduziert werden. Und wenn Sie dieser Logik jetzt mal folgen, muss ich Sie fragen, ob das auch für Ihre Betonfundamente und Asphaltpisten bei Windrädern gilt oder setzen Sie da wieder andere Maßstäbe? Und der Herr Staatsminister sprach ja auch von einer Erhöhung der Wasserrückhaltekapazität in unseren sächsischen Böden. Und da fragen Sie sich selbst jetzt mal, wo das Wasserspeichervermögen größer ist. Was ist der bessere Wasserspeicher? In gesunder Wald, also das ist der mit den Bäumen, Herr Lippmann, ne? Oder in gerodeter Wald, das ist der, wo die Windräder stehen. Welche Waldfläche speichert mehr Wasser? Mal sehen, ob Sie sich die Frage selbst beantworten können. So, also zurück zu Ihren Versprechen zur Windindustrie im Wald. Liebe CDU, Sie kriegen es gerade live mit. Wissen Sie, warum man nie, wirklich niemals mit den Grünen koalieren sollte? Weil dann Wortbruch zum Regierungsprogramm wird. Und dann nenne ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel für Wortbruch. In Ihrem Energie-Klima-Programm, Stand Mai 21, wird das ehemals klare Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, keine Windkraft im Wald, schon mal vorsorglich aufgeweicht. Windräder im Wald sollen nur noch grundsätzlich vermieden werden. Aha. Und die grün geführte Kenia-Regierung gibt noch mehr Weichspüler hinterher. Der Grundsatz gilt insbesondere für Waldflächen mit Schutzstatus nach Naturschutzrecht und mit ausgewählten Waldfunktionen. Zitat Ende. So, liebe Regierungsparteien, was ist denn dann Ihr Umkehrschluss? Was gilt denn dann für Wälder ohne Naturschutzstatus? Was gilt denn dann für Wälder ohne, wie auch immer, ausgewählte Funktionen? Bei mir zu Hause im Erzgebirge ist der Wald der Erholungsort. Dort atmen die Menschen mal richtig durch. Da beobachten unsere Kinder die Natur. Sie verstehen die Natur, sie lernen die Natur lieben und schätzen. Da kommen jährlich Zehntausende Touristen, jedes Jahr. Und der Wald ist die viel zitierte biologische Vielfalt, auf der Herr Günther ja wieder herumgeritten ist zum 100.000. Mal.
Aber wenn denn der Wald, um den es gerade geht, eben kein Naturschutzwald ist und keine ausgewählten Funktionen hat, ist er dann zur Rodung freigegeben und zur Verspargelung? Wie soll ich das verstehen? Wie im Erzgebirge haben die Sachsen auch im Vogtland und in der Lausitz Angst. Sie haben Angst vor der Zerstörung ihrer schönen Heimat durch grüne Bionadebonzen, linke Großstadtschikarier und rückgratlose Christdemokraten. Ihr wankelmütiges Hin und Her, getroffene Hunde bellen, super, klasse, weiter so, Frau Merzing. Ihr wankelmütiges Hin und Her zu Windrädern im Wald, ihr Ja, Nein, Jein, auf, nieder, rein, raus, ja, das nennt der Sachse auch Eiertanz. Warum aber tanzt das Kenia-Bündnis denn den Eiertanz ums Windrad? Sie hätten doch längst Tatsachen schaffen können. Die Kenia-Regierung beglückt uns doch inzwischen schon seit 18 Monaten. Passiert ist bei CDU, Grün, SPD nichts. Außer Eiertanz. Spätestens im letzten Umweltausschuss, vor 14 Tagen, da hätten Sie ja mal Farbe bekennen können, Windräder im Wald endlich zu verbieten, also Ihr eigenes Versprechen zum Gesetz zu machen. Aber anstelle einer angemessen breiten, einer fachlich mal richtig vertieften Diskussion, gab es lediglich eine einzige dürre Erwiderung von Ihnen, Herr Winkler, von der SPD. Dagegen betretenes Schweigen bei der CDU, betretenes Schweigen bei den Grünen, ahnungsloses Schweigen bei den Linken, weil fachlich überfordert, betretenes Schweigen bei der sächsischen Staatsregierung. Und in schweigsamer Einigkeit lehnten Sie unseren Gesetzentwurf, keine Windräder in Sachsens Wäldern, ohne weitere Aussprache ab. Werte Regierungsparteien, ist Ihnen denn Ihr Versprechen? Sie wollten doch die Selbstgespräche einstellen, Herr Gebhardt. Ist denn Ihnen Ihr Versprechen, werte Regierungspartei CDU, keine Windräder im Wald, denn gar nichts wert, sodass Sie es nicht mal für nötig halten, sich im Fachausschuss zu äußern? Fällt es Ihnen so schwer, Ihr eigenes Versprechen, Sie waren doch gar nicht dabei, Herr Lippmann, Sie haben Wahrnehmungsstörungen, fällt es Ihnen so schwer, Ihr eigenes Versprechen an die Bürger, keine Windkraft im Wald, einfach mal glaubwürdig und endgültig in Gesetzesform zu fassen? Fällt es Ihnen tatsächlich so schwer, das Vertrauen der Bürger ein einziges Mal nicht zu enttäuschen? Dieses eine Mal? Ich erkläre Ihnen mal Ihre kleinlaute Ablehnung im Umweltausschuss. Sie stecken in Ihrem selbstorganisierten Schlamassel. Sie stehen im Schach, weil Sie erstens bis 2024 doppelt so viel Flatterstrom wie 21 erzeugen wollen. Illusorisch. Sie stehen im Schach, weil Sie zweitens bis 2030 zusätzlich weitere 6 Terawatt Zappelstrom draufsetzen wollen. Völlig utopisch. Sie stehen im Schach, weil Sie drittens glauben und beten, dass Sachsen mit dem Ende des Kohlestroms seinen Strombedarf vollständig mit unzuverlässigem Fantasiestrom decken kann. Physikalisch unmöglich. Und Sie stehen im Schach, weil Sie viertens schon jetzt wissen, dass spätestens 2030 Ihre schwarz-rot-grünen Ökolichter in Sachsen ausgehen. Und Sie wissen das? Habe ich recht? Mit Ihrem Eiertanz haben Sie sich schon selbst ins Schach manövriert. Ihnen ist klar, wenn Sie nicht die Axt an unseren Wald anlegen, wenn Sie unseren Gemeinwohlträger, unsere Heimat, unseren Erholungsort, den Wald, nicht doch der Windkraftlobby opfern, können Sie die größten wahnsinnigen Ausbauziele der Grünen niemals erreichen. Und das, liebe CDU, hätten Sie ja wissen müssen, als Sie die Grünen gegen den Wählerwillen auf die Regierungsbank geholt haben. Wer nicht hören will, muss fühlen, nun lernen Sie durch Schmerz. So, welche Möglichkeiten haben wir denn, um aus dem Schlamassel rauszukommen? Erste Möglichkeit, Sie begraben Ihre wahnhaften Ausbauziele. Sie machen endlich Energiepolitik mit Sachverstand. Sie setzen auf Kernenergie wie unsere europäischen Nachbarn. Dafür müssen Sie natürlich Ihren rot-grünen Koalitionszwergen und Genderfachkräften endlich mal die rote Karte vor der Nase halten. Zweite Möglichkeit, Sie tanzen weiter Eiertanz. Sie brechen Zug um Zug Ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Sie pflastern unsere Wälder mit Windrädern zu und führen unser Land dennoch in die Blackout-Katastrophe. Dritte Möglichkeit, Sie beschließen hier und heute unseren Gesetzesentwurf. Keine Windräder in Sachsens Wäldern, wie Sie das versprochen haben. Schachmatt für die CDU wäre abgewendet. Vorerst, Sie hätten für heute den Respekt im Volk, Sie hätten wieder mal Vertrauen gewonnen, Sie hätten unseren Wald vor den Grünen gerettet und Sie könnten heute wieder mal aufrechten Hauptes aus der Plenarsitzung gehen. Zeigen Sie endlich Mut!
Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu, retten Sie den Sächsischen Wald vor den Grünen und den roten Umweltzerstörern. Die Bürger werden Sie Ihnen danken, unsere sächsische Natur auch. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf bitte zu. Vielen Dank. Ich mache es mit der Zusammenfassung der Beiträge meiner Vorredner mal ganz kurz. Versprochen ist versprochen und wird dann doch gebrochen. Was geht uns als Regierung das Geschwätz von gestern an? Geht Sachsen nun jetzt den Weg wie Hessen, wo noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen ist, dass Wald für Windräder vernichtet wird? Wir sagen nein. Machen wir es in Sachsen besser als in Hessen und dafür mindestens so gut wie in Thüringen. Nochmal, Sachsen hat noch keine Rechtsgrundlage für das Verbot von Windrädern im Wald. Aber wir im Landesparlament haben hier und jetzt die Regelungskompetenz dafür. Also schauen wir nochmal nach Thüringen. Ihr CDU-Kollege Professor Dr. Vogt hat am 18. Dezember im Thüringer Landtag Folgendes gesagt: Das grüne Herz Deutschlands muss beschützt werden. Beschützen bedeutet, keine Windräder im Wald zu erlauben. Herr von Breitenbuch, finden Sie diese Aussage Ihres Kollegen in Thüringen unsachlich? Ist das eine Schmutzkampagne, Herr Czocke? Oder ist es ekelhaft? Und wissen Sie, was danach passierte an diesem besagten 18. Dezember 2020? Da stimmten unsere Thüringer AfD-Kollegen zusammen mit der CDU, mit den Linken, mit den Grünen und mit der SPD gemeinsam für das Verbot von Windkraftanlagen im Wald. Das Plenarprotokoll habe ich hier. Wer es nicht glaubt, kann es gerne nachlesen. Ein klares Nein in Thüringen zur Windkraft im Wald, mit den Stimmen aller Fraktionen, keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Windräder im Wald, Herr Gebert. Ach, das ist der feine Unterschied, wer den Antrag stellt. Wenn zwei das Gleiche sagen, ist es noch lange nicht das Gleiche. Das ist Ihr defizitäres Demokratieverständnis, Herr Gebert. Sie haben sich gerade verplappert, wunderbar. Wie erklären Sie, Selbstgespräche einstellen. Wie erklären Sie denn von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von den Linken Ihre Redebeiträge, was Sie hier gerade erklärt haben? Wie erklären Sie Ihr Abstimmungsverhalten, was Sie angekündigt haben? Ihren Kollegen in Thüringen, sind die CDU-Kollegen in Thüringen jetzt Populisten? Herr Winkler, sind die SPD-Kollegen in Thüringen Antidemokraten? Ja? Ist der Gesetzesentwurf und die Zustimmung im Thüringer Landtag eine Schmutzkampagne, wie Sie das gerade hier versucht haben, mir vorzuwerfen? Sicherlich nicht. Machen Sie Ihr Versprechen an die Bürger jetzt zum Gesetz. Eine Umwandlung von Wald zur Windenergienutzung darf nicht genehmigungsfähig sein. Und lieber Herr Kollege von Breitenbuch, reden Sie sich bitte nicht damit heraus, auch Sie nicht, Herr Winkler, dass es bei den Waldbesitzern eine Mehrheit für die Windkraft gibt. Erstens, Wald ist Gemeinwohl. Zweitens, Gemeinwohl geht vor. Natürlich. Dürresommer und Borkenkäfer, jawohl, die haben die wirtschaftliche Not vieler privater Waldbesitzer verschärft. Und Sie haben zugeschaut und Sie haben nichts unternommen. Sie, die Regierung, hatten es selbst in der Hand, Privatwaldbesitzern eine bessere finanzielle Unterstützung anzubieten. Das hätten wir unterstützt. Wir haben es sogar gefordert. Sie haben das abgelehnt. Sie wollten diese Unterstützung nicht. Ihre Entscheidung, Ihr Problem, nicht unseres. Und heute will uns der Herr Breitenbuch oder Herr Winkler einreden, der Privatwald braucht Windräder, um zu überleben. Leute, sagt mal, was ist denn mit euch los? Wie viele gedankliche Verrenkungen brauchen Sie eigentlich noch, um mitzukriegen, dass Sie in der Sackgasse stecken? Geschäftemacherei mit windigen Windmüllern auf Kosten unseres Gemeinwohls und Vernichtung der Wald für Ihre Windindustriebarone, nicht mit der AfD. Für uns alle gilt das Sächsische Waldgesetz § 1, der Wald ist zu bewahren und zu mehren, Frau Friedel. Von der Zerstörung von Wald für Windräder steht im Waldgesetz meines Wissens nichts geschrieben. Und zum Schluss noch mal eine kleine Anekdote aus meiner kommunalpolitischen Arbeit. Ein Erlebnis, das sich immer wiederholt, gegen Windbürgerinitiativen aus den Rathäusern. Von den Planungsverbänden höre ich seit Jahren immer wieder dieselbe Geschichte. Wir wissen bei allen Parteien, wie sie zur Windkraft stehen. Das wissen wir bei der SPD, das wissen wir bei den Linken, das wissen wir bei den Grünen, das wissen wir bei der AfD. Wo wissen wir es nicht? Die einzige Partei, bei der wir es nicht wissen, ist die CDU. Und heute ist meine Antwort, gleich wissen wir es. Noch heute erfahren wir, wer den Sächsischen Wald der Windkraftlobby zum Fraß vorwirft. Noch heute erfahren wir, wer die Heimat der Sachsen der Zerstörung freigibt und wer nicht.
Und noch heute erfahren wir, wer die Angst der Bürger mit Füßen tritt, wer die Angst der Bürger hier in diesem Glaspalast lächerlich macht. Und in den Bürgerinitiativen, in den Planungsverbänden, in den Rathäusern, den Vereinen, in der gesamten Bürgerschaft sollen Ross und Reiter mit Vor- und Nachnamen benannt werden. Werte Kollegen, Ihr Eiertanz ist ausgetanzt. Die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf ist schon beantragt. Es steht schachmatt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Hartmann, Sie haben ja jetzt tatsächlich noch mal eine gute Vorlage gebracht und mit kurzen... Alles gut? Kleinen Moment, Herr Brandl, das müssen wir jetzt klären, weil das wesentlich ist für das Protokoll. Herr Hartmann, war das von Ihnen gerade eine Kurzintervention? Jawohl, dann ist das jetzt gestarteterweise die Reaktion auf die Kurzintervention von Herrn Hartmann. Also Herr Hartmann, nochmal in aller Kürze, es ist ja nur ganz einfach. Sie haben ja nicht ein einziges Gegenargument geliefert, was belastbar wäre. Nicht ein einziger Satz, der in irgendeiner Art und Weise stichhaltig dagegen spricht, die Windkraft im Wald in Sachsen zu verbieten. Sie haben alles verdreht und vermauschelt und Ihren Kollegen in Thüringen damit widersprochen. Ich freue mich darauf, wenn Sie sich mal zusammensetzen, bei Ihren Parteitagen im Bundestag vielleicht, und diese Angelegenheit auswerten. Retten Sie einfach mal Ihre Ehre, stimmen Sie diesem Antrag doch einfach mal zu. Dieses eine einzige Mal lösen Sie heute Ihr Versprechen ein oder machen Sie das eben nicht.